Guten Tag, mein Name ist Thorsten Glender von der Firma Pinguin Mobile Tradition und ich melde mich jetzt mal zum Start für uns, für den Lack mit einem neuen Projekt und zwar mit dem Sommerbus. Ich freue mich halt eben, weil für mich ist es, schon etliche Oldtimer gemacht, aber für mich ist es mein erster Sommerbus und freue mich halt eben. Auto ist aus der Karosserie jetzt gekommen in den Lack und wir machen jetzt unsere gewohnten ersten Schritte. Entfetten, grob vorschleifen und nach Epoxidharz beschichten. Vorgehensweise, wie wir es halt eben immer machen in der Restauration. Wie gesagt, für mich halt eben mein erster Sommerbus und bin sehr gespannt halt eben, wie sich dieses Fahrzeug so bearbeiten lässt. Es sind große Flächen, sehr große Flächen und sind wir halt eben, der André und ich, wir sind halt eben gefordert, hier eine ordentliche Arbeit abzuliefern, halt eben auch aufgrund halt eben der großen Fläche, also das Wasser hat eben ordentlich gerade hinbekommen und halt eben nie außer Acht lassen, dass wir den Wagen halt eben überbeschichten. Das heißt also, dass wir uns zwischendurch immer wieder nochmal den Karosseriebauer ranholen und das war wirklich halt eben unser gestecktes Ziel, bei allen Schichten, die nötig sind, immer unter 1000 bzw. 1500 Mikrometer zu bleiben am Ende, trotz Spachteln, was halt eben einfach nötig ist aufgrund der starken Karosseriearbeiten, die hier gemacht wurden. Wir können ja mal kurz mit der Kamera schwenken, also hier mussten komplette Bleche halt eben neu angefertigt werden, die nicht mehr zu retten waren an den Türen, an den Seitenteilen. Das Auto ist nahezu komplett aus Neuteilen nachgebaut. Ja, und wie gesagt, für uns im Lack ist jetzt halt eben die Aufgabe gegeben, halt eben das perfekte Finish halt eben zu machen, den Korrosionsschutz aufzutragen. Ja, und jetzt werde ich mich auf jeden Fall regelmäßig von diesem Projekt halt eben melden, um der Fangemeinde des alten Blechs, des historischen Autos, mit Infos zu versorgen, wie man es halt eben richtig macht. Vielen Dank.